Ja, schönen guten Abend, Herr Föller. Wie sieht das aus? Sie haben gerade eben gegen Island verloren. Wie fühlen Sie sich jetzt? Wie ist da die Situation? Ja, ja, wir haben verloren 0-1, das stimmt schon, aber ja, die Spieler waren einfach beschissen und ich kann dagegen auch nichts machen. Das sind die Spieler, die sind einfach scheiße. Jeder Einzelne von ihnen ist beschissen auf dem Platz und der Schiedsrichter... Könnte es nicht vielleicht auch an Ihnen liegen, Herr Föller? Lassen Sie mich bitte ausreden. Der Schiedsrichter hat einfach falsch gepfiffen und die waren sowieso, hatten alle einen Knick in der Linse und die Linienrichter auch. Also hören Sie auf mit so einer Scheiße. Ich bin hier im Amt seit ein paar Jahren und ich mache meinen Job gut. Also halten Sie die Schnauze und versuchen Sie nicht mich anzukreiden. Die Spieler sind schuld und halten Sie jetzt bitte Ihre Schnauze, denn die sind ganz allein schuld. Sie sitzen hier rum. So, jetzt mal ganz halb. Nein, lassen Sie mich ausreden. Lassen Sie mich ausreden. Ich habe hier noch einiges zu sagen. Ich weiß ja nicht, was Sie getrunken haben, Herr Föller. Ja, ich habe überhaupt nichts getrunken. Jetzt kommen Sie wieder mit der alten Machete, was getrunken. Ich bin besoffen. Ja, nein. So ist es nicht. Gucken Sie doch dahin. Meine Jungs haben Scheiße da gebaut. Ich stehe da rum und fuchtel mit den Händen und gebe Ihnen gute Tipps. Ah ja, und ist das nicht vielleicht auch Ihr Job, dafür gerade zu stehen? Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Hören Sie auf zu labern. Ich will eigentlich nur sagen, dass ich der geilste Macker hier bin und dass die Spieler alle beschissen sind und die Fans waren auch scheiße. Und Sie können mich überhaupt nicht angreifen jetzt für diese Scheiße. Lassen Sie mich in Ruhe, Sie blödes Arschloch. Sie sind ein doofer Idiot. Ja, danke sehr für diese Stellungnahme. Ja, danke. Jetzt hören Sie auf, so schmieren den Arsch zu kriechen und Ihren Job, machen Sie Ihren Job richtig und seien Sie nicht so schleimig, das nervt mich total. Was soll das, hä? Gucken Sie mich nicht so an. Was soll das? Sie machen Ihren Job scheiße. Sie sind auch fehl am Platz hier. Wenn Sie das jetzt nicht rausreden. Nein. Ich bin der Einzige. Ich versuche Deutschland auf den Weg der WM zu bringen und bin der Einzige, der es hier kann in diesem Land und werde doch der Einzige sein. Alle anderen sind kacken ab gegen mich und sind scheiße. Die sind alle beschissen und ich komme jetzt nicht hin. Ja, wo komme ich eigentlich her? Keine Ahnung, ist mir auch scheißegal.